Hallo meine Freunde, willkommen zurück zum ersten Beta-Weekend in Ikarus. Nach wie vor Level 28. August, also der erste Beta-Tag, da kommt noch mehr. Und scheiße, das erste Mal, wenn man den Kopf trifft, dann bekommt man, sind sie One-Shot. Ich sehe gerade meine ganzen Singer gehen in den Arsch. Ja, ich bin drauf gekommen, ich kann hier früher schon als erwartet. Den Oxidizer muss ich jetzt dann machen, mir geht das Sauerstoff aus. Ich habe den Bogen hier gemacht, man sollte gleich am Anfang, wenn es geht, nach die Waffen, gleich mal hier. Gleich mal Touch-Ding, dann geht es gleich zum Floor weiter. Und hier anscheinend auch gleich, man braucht gar nicht Level 5 werden dafür. Das war anscheinend ein Fehlding von mir, ich werde das mal testen. Das heißt, wir wären jetzt da. Wir haben auch Talente, ich habe jetzt keine Zeit dafür, meine Dinger werden kaputt. Wir werden einen Touch-Floor craften. Hier, hier. Die Mats dafür kriegt man Gott sei Dank recht schnell. Und mein Kirschnermesser hätte ich schon gern da unten. Repaired, was immer der zum Repairen braucht, der macht das einfach. Ich habe da noch nicht nachgeschaut. Das heißt, wir werden den Touch Floor jetzt irgendwo hinpappen. Jetzt kriege ich wieder 4, ich depp. Vielleicht machen wir einfach auch nur mal 3 da her. Hauptsache, wir haben mal ein bisschen am Boden. So. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Wände habe und das alles Damage nimmt. Hab natürlich auch nichts mehr über, um hier den Repair Hammer zu skillen. Nope. Das heißt, ich müsste schnell jetzt noch irgendwie. Ja, ohne Shelter ist das schwierig. Schnell noch irgendwie ein bisschen XP zusammensammeln. Es geht übrigens mit dem Viecherkillen, sobald ihr einen Bogen habt, relativ gut. 500 fürs Kirschnern ist schon gut. Ansonsten mit Bäume fällen, muss ich sagen, geht auch recht schön. Ihr schlagt es zwar einige Male, aber kriegt es dann für jedes Element von dem Baum, was ihr eliminiert, 300. Das ist schon recht gut, das Holz braucht ihr. Ihr könnt es ja auch im Campfire lagern, bin ich drauf gekommen. Da kann man einiges reinhauen. Da, wo nochmal das Essen reinkommt, der verbrennt es dann auch gar nicht. Das liegt halt einfach drin. Und das finde ich eigentlich recht cool, weil wieder 300 für das Zusammenklopfen von dem Zeug da. Ein Tier killen bringt mehr Fische nicht, aber normales Farmen bringt auch ein bisschen was. Ich müsste jetzt geschwind noch ein Level abkriegen, dass ich mal die Wände machen kann. Wobei ich leider so sagen muss, ich habe dann, selbst wenn ich die Wände habe, gut, der Sturm ist vorbei, nach wie vor kein Dach. Ich arbeite daran. In dem Part werden wir sich ein erstes kleines Häuschen bauen. Wir sind hier auf der kleinen Insel in der Hoffnung, dass die Bären da nicht herkommen, wobei das Wasser so tief ist, dass ich fast der Meinung bin, dass die da durch können. Die Wölfe kommen immer wieder. Ich weiß nicht, ob sie spawnen oder rüberlaufen. Level up, Level 5. Das müsste Sulfur sein. Ja. Weiß ich auch nicht genau, was ich damit machen soll noch. Genauso wie mit dem aus. Ja, da haben wir schon einen. Crit! Noch ein Crit. So, Kirschnermesser. Hoppala, mit F. Kirschner mal den. Nehmen natürlich alles mit, wir brauchen ja Essen, das ist übrigens auch die beste Nahrungsquelle. Und hier zu unserem Feuer, seht ihr, da ist genug da, das können wir aktivieren, da liegt noch Reserve drin. Fisch habe ich noch, hauen wir sich auch einen rein. Gibt anscheinend Buff. Steuerung Linksklick kann das rüber verfrachten, das Zeug einfach. Man legt es da rein oder craftet schon. Das kann ich eigentlich konsumieren, es gibt Wasser, weil im Prinzip ist Wasser eigentlich ziemlich. Eh schon wissen. Down. Down. Also ihr seht hier jetzt einmal Basic Survival. Ihr kriegt's mit ab dem Bogen ist es nicht mehr das Problem. Weil ich habe jetzt gedacht, die Hirsche brauchen mehr als ein so ein. Blablub.
Skelette kann man kaputt machen, aber lass sie mal liegen. Ich habe gedacht, die brauchen mehr als einen Schuss, aber das, die brauchen wirklich nur einen, wenn man den Kopf trifft. Das heißt, ihr habt auch dann einen schönen Fleischnachschub. Ich schau mal auch gleich darüber. Guckt mit. Rawfish, nein, guckt mit, wäre mal lieber. Rawfish bringt nicht so viel. Ja, da verfault man jetzt wieder was. Ich bin eh voll. Ja, ich muss jetzt schauen, mir geht das Oxygen im Maus. Ich habe hier schon das Teil gelernt. Das ist ein Oxidizer. Ich weiß jetzt nicht, was das Ding genau macht. Und benötigt dafür auf jeden Fall Sticks, Fiber, Leather und Bones. Das heißt, man muss etwas schon komplett gemacht haben, um das Ding zu verwenden. Hier ist einer. Gehen wir mal auf 9. So, mal mit dem. Setze ich den hin. Press F to add. Was macht er jetzt? A simple device for processing oxide into oxygen. Ja, aber gibt es jetzt irgendwo einen Timer oder so? Warum sind Oxidizer 0,04 Liter, 0,05 Liter? Der produziert jetzt irgendwas. Kann ich das rausnehmen dann noch? Nein, kann ich nur X Hold to pick up. Ich meine, man kann lange Zeit auch mit diesen Teilen hier überleben. Dem hier. Oder mit den großen Steinen, die man selber zerhackt. Das habe ich vorher gemacht. So, ein paar Blueschieß. So, und jetzt werden wir mal schauen. Den Tech Tree. 3 Punkte, sehr schön. Wir brauchen eine Wand. Wir brauchen einen Roof. Und voilà. Wir haben theoretisch genug. Wir könnten das auf Wut, aus Wut basteln alles dann. Das wäre gut. Talent, das hat aber jetzt schon 2 Points. Ich bin sowas von überfordert, gerade wo ich das alles jetzt hingebe. Durability von den Werkzeugen ist so eine Sache. Ich war noch nie kaputt und sind leicht herstellbar, würde ich jetzt nicht am Anfang machen. Wooden Buildables weight less in inventory, also die wiegen weniger im Inventory. Bei Survival ist eher mein Baum gerade Increased Wood, na danke. Penalty, wenn ich überladen bin. Mehr Stones from Mining. Das wäre gar nicht so ungut, das ist im Vorausgang. Base Health, Movement Speed, Swimming Speed. Mehr Meat. Ja, Essen geht mal öfters aus. Base Stamina, Movement Speed beim Schleichen, mehr Bones. Slow Foot Decay wäre jetzt auch nicht tragisch. Combat Bows, was haben wir da? Arrow Speed, Reload Speed. Ich weiß nicht, ob man den Bau nicht. Bin ein bisschen überfragt, gerade sage ich ehrlich. Mal da mal Health rein. Und Health Regen, das ist ja auch schon mal schön. Okay. Wir können jetzt theoretisch Wände craften. Was ist Maximum? 25, das ist Bulgorfi. Wir haben da 3, 6. Machen wir mal die 6 Stück. Gehen wir da runter geben, 7. Weil daraus will ich keinen Hund.
drei. Und die drei. Ja, da hätte ich mehr machen sollen. Da, 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 da. Dach. Ich weiß gar nicht, wie das Dach jetzt funktioniert. 4. Bullshit. 7. Da lasse ich mal offen, dass ich rein auch kann. Das wäre jetzt praktisch ein Dach. 7. Ja, das Problem ist, weil ich es nur eins breit gemacht habe. Werden wir trotzdem da hergeben. Muss man das wieder einreißen? Wie kann ich denn das jetzt kaputt machen wieder? Tja, die nächste Frage. Wie kriege ich das platt? Oxygen is low. Und das wieder mit. Also kaputt schlagen kann ich's. So die Frage. Hold to pick up ist X. Warte mal, da schauen wir zuerst rein. Consume. Nehmen wir das alles mit rüber. X. Jetzt bin ich wieder überladen. Es war so klar, dass wir jetzt. Achso. Gott, ich hab das eh. Denk mal gerade, jetzt habe ich wieder keinen Stein. Hierher. Die 100 da wieder rein und die gehen wir darüber. Wie habe ich das jetzt gemacht? Mit Y kann man es einfach platt machen. Okay, ich muss mal Oxygen suchen, geschwind. Das gibt's ja nicht, da liegen ja normalerweise eh irgendwo einfach Sachen rum. Beziehungsweise zum Abbauen. Neun Oxygen wenn consumed. Ich schätze mal, mit diesem komischen Gedingsel da unten wird es effizienter. Das sind einmal die Basics jetzt schon mal, was wir haben. Eine Türe wäre jetzt praktisch, dass ich mich in meinem Hüttenteil auch verstecken kann. Iron Ore, her damit. Ich würde jetzt hier nur gerne noch sehen. Sehe ich das hier wo? Wie schwer ist denn mein Inventar? Sehe ich das hier wo? Ne.
Und schon wieder low. Das ist mir am Anfang nicht wirklich ausgegangen, das sage, aber jetzt ist es eigentlich das, was mir am meisten ausgeht, weil von den Tieren kriegt man ja eh den ganzen Rest, was man braucht, auch von den Knochen, das Leder, das Zeug, das ganze Klumpert. Aber da muss man wirklich diese Steine abbauen oder es liegt am Boden rum. Gut, die Steine liegen jetzt auch recht häufig gerade da, sehe ich. Das Y ohne Fragen, aber gleich Wände zerstört, kommt man nur gerade, weil ich da unabsichtlich hindrückt habe jetzt gerade. Wenn das nicht gerade gewollt gewesen wäre, wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd gewesen. Ja, wie gesagt, wir können hier in dem Beta-Weekend nicht mehr machen, als hier abbauen. Aber normalerweise bekommt man hier Aufträge. Wir hätten auch ein Ziel hier. Haben wir jetzt noch nicht, klarerweise. Aber es macht nichts. Wir bauen ja gern. Ganz ehrlich, in der nächsten Beta wissen wir auch schon, wie wir weitermachen. Ich muss jetzt leicht überladen, aber die Grafik ist eigentlich auch. Hier, das ganze Blattgewurzel da. Nein, es ist kein Battlefield 2042. Aber das muss es ja nicht sein. Aber es ist wunderschön, es reicht. Das gibt's ja nicht, das ist recht lang, heute ist nicht vor. Ich den Schwamm essen. Ja. Also recht schnell bin ich nicht. Sehr schön. So, dann werden wir diesen Neuner hier herstellen. So. Warte mal, 35 rein. Jetzt werden wir umbauen, aber da wird alles liegen bleiben. Yep. Machen wir das mal hier her. 7. Stellen wir dann da auf. So. Take all. Was messen wir darüber? Iron Ore, das ganze Ore, was kein Mensch braucht, das Leder. Jetzt bin ich eh nicht mehr überladen schon. Geh. Das bleibt doch nicht da. So, dann craft man auf zwei Böden. Der Schwamm ist cool, immer wenn ich ins Wasser gehe. Cooles Teil. Anscheinend füllt sich der im Wasser auf. Der war nämlich vorher schon eigentlich leer. Sehr gut. Eigentlich hätte ich aber gerne eine Türe. Was brauche ich für eine Tür? Tech Tree. Door.
Gibt's auch ein Doorframe? Ne, sehe ich jetzt nicht. Kein Doorframe. Aber die Leiter wäre cool. Wie lange brauche ich noch so ein Level? Nicht mehr viel. Und werden wir Dächer machen? Haben wir noch Dächer? 11 können wir. Wir bräuchten bei 3 Länge 2, 4, 6. Haben schon. Bah! Haben wir schon eines? Craft! Da sieht man eigentlich, wie easy man so ein Spiel basteln kann, dass das funktioniert. Und wenn ich dann nämlich an ein Ding denke, wie heißt es, Valhall, wie umständlich das Bauen da am Anfang war, das ist dann schon sehr bezeichnend, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh. Das Ding blast einen Luftballon auf. Cool. Platzt du eh nicht irgendwann? Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Mats sammeln. Ich sag, ich bräuchte jetzt Essen wäre praktisch. Habe ich Essen? Ne. Aber da gibt es Fische. Das ist schon ein geiles Spiel, wo man unter Wasser mit dem Bogen schießen kann. Kann man ja in Natur auch, nur fliegt der Pfeil nicht. So. Fühle mich langsam schon fast. Ich meine, ausgestattet ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber fühle mich langsam schon gar nicht mies hier. Ich werde jetzt noch ein, zwei Bäume umhacken. Meiner kleinen Insel. Entweder hackt man Bäume um oder wir. Oder wir müssen Hirsche erlegen, ist auch sehr lukrativ. XP-mäßig. Vor allem kriegt man ja fürs Erlegen was von dem Viech. Und gleichzeitig fürs Häuten auch noch. Der eine kriegst du ja doppelt bei dem Zeug. Jetzt müsste Level Up bald kommen. Nicht mehr weit sein. Also set it before! Kann ich eigentlich bis darüber ballern? Ja, kann ich. Treffen müsste ich nur. Gut, ich habe auch den Aero Speed upgraded, somit habe ich jetzt das Problem, dass ich wahrscheinlich eh immer auf neue Sachen stoß. Life habe ich ja schon erhöht. Mehr Stones from Mining ist die Frage, betrifft das auch mehr Meat, könnte man mal machen, ja. Die Trapdoor würde mich interessieren. Und das da wir mit 3 Punkte machen wir die Türe. Trapdoor. Und werden uns das jetzt einmal zu Gemüte führen. Wie machen wir das jetzt da? Ich finde es cool, dass man standardmäßig eigentlich für fast alles, was man braucht, die Mats mit hat. Weil es einfach dieses Standardmaterial überall ist. So, Türe. Ja, genau wie ich es vermutet habe. Türe kann ich machen.
Aber ohne Doorframe wahrscheinlich für den Arsch. Was ist denn die Konstruktvarianten? R? Oh, Varianten R ist Hold. Ah! Das kennt man ja von wo. Welches Spiel hat denn das so gehabt, wo ich dann ewig gebraucht habe, bis ich es rausgekriegt habe, dass das so geht? Das ist gerade kaputt. So, jetzt hat es mich aus dem Spiel gehabt. Aber jetzt ist, macht nichts, weil speichert anscheinend eh recht häufig. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich jetzt schon crafted habe. Nämlich die Türe fehlt mir noch. Machen wir zwei. Und die Wand brauchen wir auch noch. Hierher. R gedrückt halten. Klack. Die Frage ist, kann ich das hier auch noch verändern? Nein. Kann ich nicht. Soll aber jetzt auch nicht das Riesenproblem sein. So, dann brauchen wir die Door. Haben wir nur eine. Nein, wir haben zwei. Habe ich schon gebaut, so. Fühle ich mich aber eigentlich schon mal sicherer. So, jetzt haben wir die Doors. Machen wir mal die Tür zu. Wir aktivieren wieder unser Feuer. Das ist unsere einzige Lichtquelle darin, das wäre praktisch. Und jetzt schauen wir sich noch an, was wir mit der Trapdoor machen können. Die habe ich doch. Habe ich doch erforscht. Ah, das hat er sich, die Trapdoor, dass ich nicht gemerkt. Ja, das Problem ist, dass ich die Stairs könnte ich machen, aber ich bräuchte die Leiter da. Da können wir die Walls auch nehmen. Ja, nehmen wir die Walls, weil es egal ist. Weil ich komm leichter zurecht mit dem Zeug. Wenn ich jetzt die Stairs mache, kann ich mit der Trapdoor sowieso auch nichts anfangen. Was für mich so viel heißt wie unnötig. Das heißt, ich mache es gleich so. So. Fuck. Verkehrt rum. Reißen wir wieder ab. Das Abreißen schaut echt cool aus. Oh Scheiße, die ist auch verkehrt. Aber ich krieg die Wall zurück komplett. Das ist ja geil. Ja, die Variante ist jetzt nur. Ah. So cool. Dach habe ich aber schon richtig montiert, oder? Wieder nach innen auf die Tür. Ja. Sind ja in einem fetten Camouflage-Hüttel drin. Camouflage. Voll Fiber. Ich werde jetzt nochmal rausgehen. Ich verstehe nicht, wieso das ganze Hauptding nicht mit E geht. Ich glaube, ich werde das mal umbelegen mit F. Ich mache alles mit F und E. Eigentlich hat derzeit nicht wirklich Sinn. Lass mal schauen. Keybindings sind hier nicht änderbar in der Beta. Mich deshalb mich noch interessieren, ob ich mit E vielleicht auch etwas Sinnvolles anfangen kann. Aber durch diese üppige Fauna hier kann ich sowieso eigentlich relativ. Ah, ich stehe Feuer! Ah, ich brenne. Ja, wollte ich hier schon probieren. Fuck! Fuck! Klasse. Leck mich am Arsch. Ich breng grad meine Hütte ab.
Wie lösche ich die? Ich habe ja nichts zum Löschen. Ah ja, stimmt schon. Ja, stimmt, das ist das Teil, was ich nicht erforscht habe. Okay, Leute. Ihr könnt jetzt noch zuschauen, wie meine Hütte verbrennt. Das war's dann. Aber, geiles Feature, muss ich wirklich sagen. Taugt mir, dass das passieren kann, wenn ich ins Feuer renne, dass ich dann meine Hütte abfackel. Ist zwar in dem Fall jetzt gerade nicht wirklich optimal für mich, wenn ich mir das so anschaue. Aber, das ist cool, dass es geht. Könntest du dann versuchen, ob man irgendwie mit Y da was abreißen kann? Kann man nicht. Ey, das zerfällt geil. Ist wirklich fast schon einfach nur mal wert, was abzufackeln. Schauen wir sich jetzt an. Gut unter Wasser weiter. Ah. Okay, confirmed. Ey, den habe ich vergessen. Confirmed. Er zerstört auch alle Gegenstände drin. Also jetzt nicht den Inhalt der Boxen. Der liegt jetzt hier. Aber es zerstört praktisch wirklich alles. Also in dem Spiel sollte man etwas aufpassen, beziehungsweise muss ich jetzt schon sagen, ich empfehle es jetzt schon, ohne es genau zu wissen, baut es aus Stein. Zwar 4, 10 Wände bräuchte ich. Das geht sich nicht. Das kann ich jetzt nicht alles mitnehmen, weil dann bin ich übervoll. Gut, das heißt, ich werde mir jetzt Fiber zusammensuchen. Das sollte nicht so die Schwierigkeit sein. Hoffe dabei nicht gefressen zu werden. Werde gerade gefressen. Ah! Ja, das Viech kann schwimmen, das weiß ich. Ja, das war mehr als einer. Wow. Bandage. Ja, wie gesagt, das Viech. Ich. Ja. Die können im Wasser nicht allzu viel ausrichten, sage ich jetzt mal. Aber sie sind trotzdem anscheinend doch ein Gegner. Finde ich jetzt nicht schlecht, somit sind sie nicht ganz unnütz. Ist wieder kaputt. Take all und an Land. Und Luft. Wie gesagt, ich soll jetzt nicht ewig warten. Ich soll gleich mal die Böden aufbauen. Erneut. Danke, Spiel. Du hebst wirklich das Zeug an. Das ist mal... Das ist mal wirklich nicht schlecht. Da gibt es andere Spiele, da hast du nur Probleme mit dem Zeug.
So, hier ist 7. Wieso kann ich das jetzt nicht abstellen? Weil ich überladen bin oder woran liegt das? Oh, wurscht, stelle ich es daher. So. Poch, mach Licht. Mach Licht, mach Licht. Gut, während ich in meine Hütte erneut aufbaue, sage ich jetzt mal. Boah, das ist, gebe ich euch noch einen Tipp? Ja, ihr könnt das Spiel vorbestellen. Ja, es ist geil. Ja, es macht echt Laune. Jetzt kommen dann, wenn dann auch die Aufträge und alles dazu kommen, was man bis jetzt noch nicht hat. Okay, Handfarmen muss, werde ich am Anfang auch skillen, weil Handfarming wird hier für das Fiber doch das Mehren am Anfang. Und nein, auf den Insel sind wir nicht sicher, wir kriegen trotzdem voll auf die Batterie. Und ich habe schon wieder keinen Schlafsack, komme ich gerade drauf. Fuck. Gut, aber, wie gesagt, damit es nicht lang dauert, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie wir. Mir macht das gerade wirklich Vollgas Spaß. Also das wird auf jeden Fall gespielt, deswegen habe ich es auch schon vorbestellt, weil ich schon so die Vermutung hatte, das Spiel wird elendig geil. Und, was haben wir da? 3, 6, 10. Das Spiel wird elendig geil und es beweist es auch gerade, dass es das ist. Und werden wir noch zwei Floors dazu haben? So, die Wände hier. Zack, zack. Mit Fenster. Ohne Fenster. Passt. Türe. Leute, ihr seht es eh gerade. Ich will gar nicht aufhören. Ich will gar nicht aufhören, das Video aufzunehmen und weiterzumachen. Das ist einfach unbeschreiblich. Wie man das merkt, wenn ein Entwickler wirklich dahinter ist und wirklich etwas versucht zu machen. Warum? Touch Floor Trapper. Warum kann ich das jetzt nicht bauen? Ja, hilft nichts. Wir müssen da mal kurz her. Das aktivieren. Theoretisch müsste es ja brennen. Ach, gefick dich doch. Das ist wieder so ein Scheiß, der wirklich nur auf Dächerfunktion geht. Schreck mich doch am Arsch, ey. Ach Gott, aber der Regenwolke laut Wetterbericht rechts oben geht eh bald flöten. Mich wundert es jetzt nur wirklich, wieso das jetzt mit dem Dach hier nicht funktioniert. Und dann wundert es mich, wieso ich beim Crafting jetzt nicht das ist ein Thatch Floor. Und ich habe die na, wie heißt denn? Ja, danke. Ich habe ja im Endeffekt das wirklich auch hochgecraftet.
hochgeskillt. Toll. Ja, was ich sagen, was wollte ich sagen, ja. Ich habe ja hochgeskillt, dass ich das Teil machen kann. Ich habe hochgeskillt, dass ich die Traptor machen kann. Jetzt verstehe ich jetzt gerade nicht, wieso ich von der Traptor jetzt nichts kriege. Wieso das jetzt nicht funktioniert. Jetzt gerade ein bisschen ein Rätsel. Habe ich das andere Teil hier noch irgendwo? Ne, das sind Bones. Sticks and stones may break my bones. Nee, verstehe ich gerade nicht. Varianten sind R gedrückt halten. Ja. Funktioniert irgendwie nicht. Naja, gut. Beim nächsten Level dann. Gut. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Dranbleiben, das Spiel ist geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Dann seid immer am Laufenden, wenn es neue Survival Games gibt. Also haut rein, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal und ciao.